Hallo meine Lieben, heute möchte ich euch ganz gerne etwas zeigen. Und zwar habe ich ein paar Produkte zum Testen zugeschickt bekommen und die wollte ich euch ganz kurz vorstellen. Und zwar ist das mit Sicherheit eine Marke, die ihr mit Sicherheit schon kennengelernt habt. Und zwar handelt es sich um die Kosmetikmarke Benidora. Benidora war so lieb, mir ein paar Produkte zur Verfügung zu stellen. Ganz unverbindlich und ohne irgendwelchen Hintergrund. Ich durfte ein paar Produkte testen. Ich habe mir zum Teil was ausgesucht, zum Teil war da auch noch was in dem Paket drin, was dazu kam. Das möchte ich euch ganz gerne zeigen. Und zwar seht ihr vielleicht bereits dieses Augen-Make-up. Ich habe heute extra mich mit den Sachen geschminkt, dass ihr die auch live sehen könnt. Im Anschluss folgt auch ein kleines Tutorial, was das angeht. Zum einen habe ich bekommen, das wusste ich gar nicht, dass die mir das mitschicken, ist so eine Palette. Das ist eine Vierer-Palette. Und da habe ich mir 4 Lidschatten ausgesucht. Insgesamt sind es davon 3, den, den und den. Und den habe ich von Benidora so dazu bekommen. Denn ich hatte mir noch einen Lidschatten rausgesucht, der ursprünglich der hier war. Das ist der Lidschatten, der heißt Kobold. Hat alles deutsche Namen, finde ich total toll. Der kam aber leider zerbrochen an. Und ja, wer zum Schluss dran bleibt, der kann vielleicht auch noch was bekommen. Der ist leider zerbrochen und ich hatte ein Foto auf Instagram aufgenommen, Benidora geschickt, dass ich mich voll bedankt habe. Nur der eine es leider nicht geschafft hat. Und dann haben sie mir gleich geschrieben, dass sie mir einen neuen zuschicken. Natürlich ist der Lidschatten kaputt, aber ich habe den mir hier in so eine alten Lidschatten-Base-Töpfchen einfach umgefüllt und habe den einfach weiter zerhackt und habe das quasi als Pigment umfunktioniert. Den benutze ich jetzt auch weiterhin, muss ich sagen, weil ich die Farbe sehr schön finde. Und es handelt sich um diese Farbe hier. Das ist der Lidschatten Kobold. Das ist ein hübsches Grün mit Grünschimmer. Total mein Ding. Das wisst ihr ja total, dass Grün meine absolute Lieblingsfarbe momentan ist. Kommen wir mal zu den Farben. Das hier ist so ein goldener Ton, den seht ihr, Moment, den seht ihr nicht, weil ich den gerade verwischt habe. Also das ist dieser hier, das ist so ein Seidenmattton, würde ich sagen. Also es schimmert, nicht glitzerig, es hat keinen Schimmer, aber trotzdem reflektiert so schön im Licht. Den trage ich heute im Innenwinkel, finde den total schön. Der Lidschatten heißt Engel. Dann habe ich mir den hier rausgesucht. Ich war nämlich gedacht, ich bin clever und stelle mir dann die Farben so zusammen, dass ich quasi einen ganzen Look damit schminken kann, was man ja heute sehen kann. Das hier, das ist die Farbe Mandarin. Das ist ein, ich weiß gar nicht, wie das hier rüberkommt. Das ist ein sehr grelles Orange, ist matt und diese Lidschatten sind auch automatisch als Blush geeignet, also die Rot und, ne, also alles so Blushfarben. Haben dieselbe Größe, wie ihr seht. Habe ich mir auch rausgesucht, kann man ja sowohl als Lidschatten als auch als Blush verwenden. Ist matt, sieht total toll aus. Dann habe ich hier die Farbe Pompös. Das ist einer der bekanntesten, glaube ich. Der sieht so aus. Der hat einen schönen Schimmer. Obwohl der heute hier ein bisschen matt, also eher matt rauskommt, weil ich habe meine Augenlider vorher abgepudert und deshalb kommt der matt raus. Das ist natürlich auch cool zu wissen. So kann man, wenn man mal keine Lust auf Schimmer hat, kann man die Lidschatten auch ein bisschen umfunktionieren mit verschiedenen Bases. Aber das wisst ihr ja schon, das kennt ihr ja von mir schon. Das ist ein ganz hübsches Türkis. Und hat auch einen super tollen Schimmer. Ich weiß gar nicht, ob ihr das sehen könnt. Ich versuche die Swatches auch auf dem Blog nochmal wiederzugeben. Da kann man es ein bisschen besser auf den Fotos, denke ich, erkennen. Sieht super toll aus. Und der letzte Lidschatten hier, das ist Medusa. Den habe ich dazu geschickt bekommen. Das ist ein sehr dunkles Petrolblau-Türkis. Also ganz coole Farbe. Den habe ich heute im äußersten Winkel drauf und obwohl der matt ist, muss ich Melle recht geben, ich komme total damit gut klar. Es war heute nicht mal nötig, das kennt ihr ja von mir, dass ich mit einer braunen matten Lidschattenfarbe nochmal drüber verblende, das war heute nicht nötig. Das hat schon was zu heißen, finde ich. Die Lidschatten kommen alle in so einem kleinen Kunststoffpäckchen irgendwie so. Hier hinten ist auch noch mein Aufkleber. Den habe ich mir auch immer abgemacht und habe, damit ich die Lidschatten, also die sind ja magnetisch drin, damit ich mir die Farben merken kann, habe ich mir die hinten draufgeklebt. Da ist auch gleich dann der Code mit dabei. Weiß nicht, ob das nötig ist oder nicht, aber okay. Ich habe es jetzt halt so mit drauf. So weiß ich ganz genau, falls die Farbe mal alles sein sollte, dass ich sie mir nachkaufen kann. Dann habe ich zusätzlich Ich habe mir einen Glimmer-Effekt rausgesucht. Ich wusste gar nicht, dass das Glitzer ist. Ich dachte eher, dass das ein Pigment ist. Das ist jetzt aber ein grüner, ein grüner Glitzer. Den kann man ja aber trotzdem sowohl für Augen-Make-ups als auch für Eyeliner benutzen mit Duraline oder auch für die Nägel oder auch auf die Lippen.
Grün würde ich mir zwar jetzt nicht auf die Lippen machen, aber okay. Das habe ich auch noch bekommen. Dann habe ich bekommen einen, wie ihr seht, meine Augenbrauen habe ich, sind heute etwas dunkler. Die Farbe stimmt jetzt also nicht ganz zu meinen Haaren. Trotzdem habe ich es heute einfach mal verwendet, weil ich es testen wollte. Das ist von Benidora ein Konturenstift mit der Farbe Schiefer. Den seht ihr hier. Das ist ein, ja, wie eine Schiefertafel ist es, der Farbton. Also kann ich nicht anders beschreiben. Name ist sehr gut getroffen. Ich denke, dass, also das kann man als Kajalstift benutzen. Ich habe es jetzt halt mal für die Augenbrauen benutzt. Der ist sehr weich dafür, deshalb werde ich ihn nicht unbedingt dafür empfehlen. Ich denke auch, dass er mehr für die Augen war. Ich habe es einfach testen wollen. Allerdings finde ich das Ergebnis sehr hübsch, muss ich sagen. Es hat mir gut gefallen. Finde ich total genial. Die ganzen Preise der ganzen Produkte verlinke ich euch natürlich mal in die Infobox mit rein. Also unten reinklicken und schauen. Da kommt ihr auch zum Shoppen automatisch. Alles, was ihr wissen wollt, steht dann da. Und zuletzt habe ich, ihr seht auf den Lippen etwas Farbiges. Diese Lippenstifte riechen extrem gut nach Vanille. Das ist dieser hier, den habe ich mir auch rausgesucht. Ich habe mir mit Absicht was Farbiges rausgesucht. Das ist die Farbe Rush Hour. Seht ihr alles gleich im Tutorial. Und hat einen sehr, also er ist schon deckend, aber nicht zu sehr, finde ich. Also für mich total optimal. Sehr angenehmes Tragekomfort. Haltbarkeit, ja, im Sommer schmilzt sowieso alles weg. Da kann ich das jetzt nicht so genau sagen. Aber Lippengefühl fühlt sich sehr, sehr, sehr gut an. Jetzt zeige ich euch einfach mal das Tutorial. Lasst euch einfach mal überraschen, wie die Farben auf euch wirken und wie ihr seht, wie ich sie anwende. Dazu zeige ich euch gleich dann die neuen Pinsel, die ich gleich mitteste. Die habe ich von der Becky zugeschickt bekommen zum Testen. Ein paar hatte ich schon, ein paar habe ich neu dazu bekommen. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Tutorial. Bleibt dran! So, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Also mir gefällt der Look ja richtig gut. Ich finde das auch richtig gut, dass man sich so, es gibt ja auch größere Paletten, man kann sich quasi sowas selber wieder zusammenstellen. Ich finde sowas total genial. Dann habe ich vorhin gerade was vergessen zu zeigen, was ich noch zugeschickt bekommen habe. Denn jetzt kommt der Part, wo ihr etwas gewinnen könnt. Und zwar, da ich dieses grüne Glitterpigment auf den Nägeln, ich bin zu faul für Nägel, zumal habe ich ja Gelnägel, also ich mache mir ja kaum noch Nagellack drauf. Und ich glaube, da draußen gibt es jemanden, der das mit Sicherheit besser gebrauchen kann als ich. Könnt ihr einmal dieses Glitterpigment gewinnen. Dazu könnt ihr diesen Lidschatten, die Farbe Kobold, gewinnen. Und dazu, damit der natürlich nicht rumfliegt und zerbrochen geht, eine Einerdose von Benidora. Die sehen so aus, sind auch magnetisch, wie ihr seht, ist da ein kleines Magnetteilchen drin.
Und dann klappt ihr den da einfach rein und dann habt ihr einfach sowas. Das wäre zum Beispiel, ich habe ja Kobold mir ausgesucht. Da hätte ich zum Beispiel jetzt Kobold hier mit reintun können und das hier hätte ich einfach rausmachen können und hier reinmachen können. So hätte ich das jetzt zum Beispiel getan und dann hätte ich den Blush einzeln oder so. Nun denn, man kann die ja auch immer noch austauschen. Hier hinten sind so Löchlein, da kann man durchpieksen und dann fallen die raus. So, was müsst ihr dafür tun? Denn ich behalte auf jeden Fall dieses kleine umfunktionierte Pigment. Das könnt ihr natürlich auch immer machen. Also wenn ihr euch mal ein Lidschatten kaputt geht, dann hebt die Reste auf und holt euch solche kleinen Dosen. Die gibt es auch auf eBay oder so. Das ist jetzt von Revalde Loop eine Eyeshadow Base gewesen, eine leere. Und da habe ich mir dann auch den Aufkleber hinten drauf gemacht. Dann habt ihr ein Pigment. Also es funktioniert wunderbar. Was müsst ihr dafür tun? Ihr müsst mir, diesmal machen wir es ganz einfach, ihr müsst euch nicht anstrengen, ist ja nur eine kleine Verlosung, ihr müsst mir einfach einen Kommentar hinterlassen. Ihr müsst Abonnent meines Kanals sein, denn das ist ein kleines Dankeschön an meine Abonnenten. Also Abonnent meines Kanals sein. Wenn du keine 18 Jahre alt bist, brauche ich dann eine schriftliche Einverständniserklärung deiner Eltern, dass die damit einverstanden sind, dass ich deine Adresse haben darf und dir das zuschicken darf. Das sind leider die Richtlinien, der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Und ihr müsst mir einen Kommentar hinterlassen, in dem ihr schreibt, nicht als Nachricht, nicht auf Facebook, nicht auf Twitter, gar nichts. Ihr müsst mir unter diesem Video bitte einen Kommentar schreiben, wie ihr die Marke Benidora findet. Das denke ich, ist, das finde ich sehr interessant und ich glaube, dass wenn Benidora das hier sich auch mal durchliest, dass das auch ganz interessant für die ist, was euch an denen gefällt oder wie ihr darauf aufmerksam geworden seid, was für Farben euch gefallen, was ihr wünscht, habt ihr Kritik? Also ihr könnt euch ja den Online-Shop gerne mal angucken, ich habe ja auch noch so ein Prospekt. Hier sind ja ganz viele Sachen abgebildet. Wie findet ihr die Farbauswahl? Findet ihr die Produkte an sich schön gemacht, also von der Aufmachung her? Ist die Farbauswahl gegeben? Sind die Lidschatten, sind euch zu viele zu matt oder gibt es zu wenig schimmrige? Das ist zum Beispiel etwas, was mir aufgefallen ist. Es gibt sehr, 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 sehr viele matte Farben. Es gibt, aber so wie ich es sehe, sehr, sehr wenig schimmrige Farben. Und ich stehe ja mehr auf Schimmer, ehrlich gesagt. Das wäre so etwas, was mir jetzt aufgefallen wäre. Und ich finde, das ist jetzt keine Kritik, das ist einfach nur so nebenbei. Ich finde, die Online-Shops sollten sich alle, also egal welcher Online-Shop es ist, der Kosmetik vertreibt und auch Lidschatten verkauft, sollte sich die Mühe nehmen, von diesen Testern, die er sowieso hat, Swatches abzufotografieren. Und zwar auf der Hand. Und zwar ein richtig gutes Swatch-Bild sagt meistens für mich mehr aus, als wenn ich mir jetzt sowas angucke, weil die Fotos im Internet sind manchmal nicht so eindeutig, das wisst ihr ja, das kennen wir alle. Und da bin ich immer ganz hilfreich und bevor ich mich da durchgoogle, freue ich mich doch eher, wenn da die Fotos schon hinterlegt sind, mit einem Swatch des Lidschattens. So kann man sehen, ist der matt, wie ist die Deckkraft, Schimmer, wie das Licht reflektiert. Ich finde sowas immer ganz hilfreich. Sowas würde mich zum Beispiel interessieren. Also sowas in der Art an Kommentaren solltet ihr mir hinterlassen. Bitte nur ein Kommentar pro Person. Der Gewinner wird per random.org ermittelt, also Zufallsprinzip. Jeder kann gewinnen. Und die Verlosung lasse ich jetzt mal eine Woche laufen. Ich werde euch hier mal das Datum hinschreiben, wann sie endet und auch die Uhrzeit. Bis dahin habt ihr Zeit, Kommentare zu hinterlassen. Und ich freue mich, dass ihr dran geblieben seid. Ich freue mich, auf eure Kommentare durchzulesen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.